damit dann wieder hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, es ist wieder soweit. Die große Sammelsuchaktion. Nein, natürlich nicht. Ich weiß, der eine oder andere wird wahrscheinlich schon angefressen sein. Und denkt, oh, was ist denn los? Keine Panik. Alles gut, alles gut. So, können wir mal gucken. Wir haben das da gemacht. Ja, das müssen wir erstmal pflügen. Das können wir dann machen. Aber erstmal würde ich sagen, düngen hier. Sound ist gut. Volle Kanne Beleuchtung. Breite Kanne gerne. Dünger. So, genau. Aber einmal dahinter. Hier wäre jetzt so ein kleiner Traktor ganz nett. Mit dem dann sprechen, dass alles holen könnte. Aber hey, wir brauchen das schon. Tempomat anschalten. Weiter geht's. Ich muss sagen, ich fahre privat ziemlich gerne mit Tempomat. Also selbst auf der Landstraße oder sowas, ne? Klar, zwischendrin immer diese Abstände, wo es dann halt noch mit 70 wird, aber das ist ja nicht so schlimm. Dann kurz raus, bremsen, dann mal wieder rein, zieht er von alleine hoch. Das ist halt echt einfach so viel entspannter. Danke. Ich hatte zwar eine Vorfahrt, aber ist ja vollkommen egal. Und ich möchte eigentlich auch nicht vermissen. Gerade für Autobahnen kannst du es größtenteils nicht so nutzen zu den Hauptzeiten, weil einfach zu viele Hoshis da unterwegs sind. Nervt mich persönlich auch so ein bisschen, aber ist eigentlich. Naja, was soll's. Passt schon. So. Wir füllen. Gucken. Was ist, ob der jetzt voll wird? Oder nicht? Oh, okay. Na dann kaufen wir zwei. Die stehen dann jetzt links von mir. Okay, also drei Stück reichen für 93%. Das ist schon ordentlich. Sehr schön. Nein, da müssen wir nochmal einstellen. Ging das nicht irgendwo hier? Ob immer ein bestimmter Monatwechsel sichtbar ist. Ein dynamischer Monatswechsel, genau. So, Fahrzeugeinstellung, Schmutz normal. Ne, ich möchte das anders haben. Okay, das ist in Ordnung. Wie ist das denn mit? Gab's das nicht? Dass die Kamera immer zurückgesetzt wird, oder was müsste denn hier vielleicht sein? So, geht der Massenheit, Tempo, ne. So, Fahrzeugkamera zurücksetzen.
Ja, ich denke, das können wir so lassen. So. Jetzt aussteigen. Jetzt haben wir die Kamera so. Jetzt aussteigen. Jetzt haben wir die Kamera an. Okay. Kamera ist immer so gesetzt. Das ist gut. Sehr schön. Ja, wir brauchen keine Gemeindesammlung. Aber jetzt muss der Motor an ausstellen. Ja, es ist halt schade, muss ich sagen, dass diese Mod, ich weiß nicht, ob sie am PC vielleicht gibt. Auf der Konsole habe ich sie jetzt nicht entdeckt. Dass man halt selber den Anhänger halt dran machen muss. Das war so cool, das hat so viel Laune gemacht. Das war noch so ein bisschen immersiver. Das ist ja so, noch immer so ein Schlagwort, ne? Was man gerne für alles benutzt. Immersiver. Waren wir bei der Tankstelle schon? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube nicht. Wir sind ja in Richtung Wald abgehauen. So. Sinken und anschalten. Okay. Wir fahren jetzt einmal in der Mitte durch. Links am Feld vorbei und rechts am Feld. Durch die große Reichweite, da passt das schon. Ist auch wirklich jeder Quadratmillimeter irgendwo gedüngt, also selbst in so Unkraut und so weiter. Das wird viel, viel besser. Und weiter geht's. Ach ja, die kleinen Rampen haben nicht gemacht. Perfekt, ey. Ja, muss das gehen. Einmal muss ich noch mit der Saatmaschine drüber gehen. Aber das vergessen. Das wäre natürlich nicht lustig. Senken, anschalten. Ganz kurz, jetzt ein Stück. Dünnt ist es ja schon. Von daher sollte nichts passieren. Hoffe ich. Schlecht. Sehr schön, hat das doch erledigt. Ich stelle es wieder. Ach, guck mal, das ist wieder auch nicht da. Aber ich habe so den Eindruck, dass die Modding Community nachgelassen hat. Also, insgesamt auch, wenn man es am PC so gut habe ich den Eindruck, da ist jetzt weniger von mir zu führen. Wir sind jetzt. Überlegen. Ja, komm. Honig.
Schnitzel. Honig da. Fast Food irgendwas. Müsli-Fabrik. Also gut, okay, das andere ist noch besser, ne? Gold Crest Valley. Gut, das nimmt gerade ab. Das andere nimmt aber zu. Müsli-Fabrik bringt 1600. Sechshundert dafür? Ganz ehrlich, das bringen wir da jetzt kurz rüber. Das ist jetzt ja praktisch mehr als nur nebenan. Da wir ja sowieso ein bisschen Training brauchen, wir haben nachgelassen in den Monaten, werden wir kurzerhand das dahin tragen. Ich weiß nicht, hatten wir nicht auch Unterschneiden? Genau, leuchten wir das hier so an. Ich hatte das mal so ein bisschen drüber. Natürlich super hier. Nachts durch die Gegend zu latschen, ist das? Baumwolle ist das. Ob sich das noch lohnt, heutzutage Baumwolle anzupflanzen? Bei den ganzen Preisen, die man noch dafür kriegt? Gut, okay, das könnte man über Milch und Eier und sowas auch sagen. Fand ich ein bisschen interessant. War jetzt die Tage bei uns im Radio. WDR 2 brachte das. Von dem, dass der die Haltung von Schweinen weiter rückläufig ist. Also, dass immer mehr, weniger Leute, oder immer weniger, das ist anders, also immer weniger Schweine werden für die Zucht gehalten in Deutschland. Also, was heißt das jetzt? Dass wir dann unser Schweinefleisch größtenteils aus dem Ausland bekommen? Ja, eigentlich schon, ne? Weil der Schweinefleischkonsum, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass es weniger Produkte mit Schweinefleisch gibt. Also muss das ja aus dem Ausland gekauft werden. Jetzt ist natürlich die Sache, woran das liegt. Zu wenig lukrativ. So eine Kuh, kann ich mir nicht vorstellen, dass das unbedingt mehr bringt. Ja gut, vielleicht ist das Fleisch gefragter. Kann es ja insgesamt mehr Geld machen, aber so ein Schwein lässt sich, glaube ich, besser mästen und so als sowas verkaufen. Wir haben für diese Kinderpalte 25 Euro bekommen. Das ist toll. Das freut mich. 25 Euro, ist doch schon. Ja, okay. Also wir haben jetzt 70.000. Oh Mann, ey. Das darf auch keiner zählen, ne? Naja, machen wir beim nächsten Mal weiter, würde ich sagen.